Life is the new black. Herzlich willkommen zur Veranstaltung jetzt um 17.30 Uhr. What's so special about live streaming? Schön, dass ihr alle dabei seid, live dabei hier bei dieser Veranstaltung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil dieses Thema live, das ist ja wie so ein Elefant im Raum, eine große Faszination, die sich so umherschlägt. Und man, da tasten sich ja alle noch so ein bisschen rum. Wenn jemand so auf der Straße rumläuft, weiß man mittlerweile, aha, er könnte Snapchatten, aber dann hält er den Arm schon wieder rum. Runter, weil das jetzt ja senkrecht hinhält, weil das nur 10 Sekunden sind. Ich würde nervös werden, wenn auf einmal der Arm länger als 10 Sekunden hochgehalten wird, weil dann könnte das unter Umständen ein Periscope oder auch ein Facebook-Livestream sein. Und da erlebt man ja zum Teil echt gaga Sachen. Kürzlich bin ich durch Manhattan gelaufen, habe eine halbe Stunde mal Livestream ausprobiert mit Periscope und eine halbe Stunde über Facebook. Was funktioniert besser? Über beiden der Kanäle waren jeweils um die 750 Leute, die sich zugeschaltet haben. Also in einer Stunde hatte ich über 1500 Leute, die zugeschaut haben, wie ich einfach durch eine Straße gelaufen bin. Dann dachte ich so, what's wrong with you people? Was passiert da eigentlich? Was ist da die Faszination? Wir haben uns sehr nett unterhalten, viele Fragen beantwortet. Ich kann euch jetzt nicht sagen, welche Plattform die bessere war. Es hat einfach nur irgendwie Spaß gemacht. Nur in mir hat das so einen kleinen Gedankenprozess ausgelöst. Okay, wo ist da eigentlich die Faszination? So was richtig Cooles habe ich nicht gezeigt. Wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, wenn Nachrichtenreporter auf einmal bei Breaking News richtig dabei sind, wie ein Sportkollege von uns, der rund um die Terroranschläge von Paris unverschuldet innerhalb von 3-4 Tagen dreimal vom Sportreporter zum Krisenreporter wurde. Er hat dann nachdem in Hannover das Stadion evakuiert wurde, einen Periscope-Stream gestartet und auf einmal hatte er, wenn man das alles zusammenzählt, über 100.000 Leute, die zugeschaut haben, über eine Plattform, die auf Twitter in Deutschland basiert. Das ist der Wahnsinn. Und was heißt das eigentlich? Aber Livestream ist eigentlich noch so viel mehr. Ganze Unterhaltungsindustrien sind darauf aufgebaut. Und das wollen wir uns heute Abend hier mit dem Panel anschauen. Also ich freue mich, dass ihr jetzt quasi nicht per Stream, sondern in Live dabei seid bei unserer Diskussion. Und ich darf euch hier unser Podium vorstellen. Und da möchte ich als erstes die Dame vorstellen, die heute mit uns hier diskutiert. Und zwar Bea Knecht. Sie ist Informatikerin. Sie hat Satu mitgegründet. Sie ist mittlerweile dort Verwaltungsratpräsidentin von Satu, Europa. Größter Live-Web-TV-Plattform. Herzlich willkommen. Einfach ein schönes Plätzchen suchen. Ich würde sagen, ich setze mich einfach schon mal hier hin und dann, wir haben den Vorteil, wir können uns einfach die schönsten Plätze aussuchen. Das ist gut. Und die anderen beiden müssen jetzt bleiben, schauen, wo sie bleiben. Aber ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass sie das super schaffen. Denn jetzt freue ich mich auch von jemandem von der Inhalteanbieterseite, dass er da bei uns ist. Nämlich, das ist der Tobias Schiebeck. Er ist Heads of Ventures vom UFA Lab. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist. Und du hast dich gleich super hingesetzt, weil dann können wir sagen, okay, dann haben wir hier nämlich einen Daniel-Tisch, das ist auch für mich einfacher auseinanderzuhalten, denn unser jetziger Gast, den ich euch auf jeden Fall hier auch noch vorstellen möchte, der ist einfach Mr. Live. Es ist Daniel Budiman von Rocket Beans TV. Hi. Super, dass ihr dabei seid. Ich meine, gerade Life is the New Black. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den Titel hier gesehen habe, weil man ja auch da ein bisschen drüber redet. So in dieser Medienöffentlichkeit durch die Apps, die wir hier besprochen, die ich schon gerade erwähnt habe, aber auch zum Beispiel Mark Zuckerberg, was er gesagt hat. Video ist ja schon fast wieder uncool. Die ganzen Entwicklerressourcen, wie man das so die letzten Monate gehört hat, wird jetzt sogar nicht nur auf das Thema Video, sondern auf das Thema Live gepackt. Also das heißt jetzt, Mark Zuckerberg hat Live für sich entdeckt. Und dann ist das, glaube ich, hier für alle Beteiligten, sagen, oh, alter Hut, für uns ist Live eigentlich schon ein Thema viel länger interessant und auch so ein bisschen anderer Blickwinkel. Es geht nicht so darum, dass einfach jeder mal eben live streamen kann. Daniel, erzähl das erstmal so aus Sicht von euch. Was macht Live so spannend und so erfolgreich? Ja, also muss er, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ich fasse mich trotzdem ganz kurz. Also erstmal Rocket Beans Entertainment. Wir sind ein Verbund aus Nerds. Und wir mögen Technik ganz gerne, Videospiele und bewegen uns dementsprechend auch in diesem Segment. Und wir haben Anfang 2015 einfach mal das war eigentlich ein Unfall, haben halt einen Online-Sender gegründet. Also wir streamen immerhin knapp 10 Stunden live pro Tag. Der Rest, das sind dann andere vorproduzierte Formate oder manchmal auch Wiederholungen in der Nachtschleife. Ansonsten wollen wir halt
live sein. Wir nutzen dafür derzeit die Plattform Twitch. Das heißt, wir nutzen generell einfach nur Programme, die sowieso jeder nutzen kann. Twitch, das passiert mir sehr häufig bei Konferenzen, kennen aber noch gar nicht so viele Leute. Darf ich selber mal fragen, wie viele Leute hier kennen denn Twitch? Ah, schön. Es macht sehr viel Spaß, hier zu sein. Also in München bei den Medientagen ist glaube ich, eine Hand hochgegangen, es war meine. Gut. Wer kennt die Münchner Medientage? Sehr gut. Also wir haben tatsächlich irgendwie uns gedacht, live, warum wollen wir live sein? Natürlich, weil es eine komplett andere Interaktion ermöglicht überhaupt. Und wir finden es toll, zeitgleich oder mit einem kleinen Delay, mit einem kleinen Versatz, trotzdem in die echte Interaktion zu gehen. Das bedeutet, interactive oder interaktiv zu sein und etwas anzubieten, beschränkt sich nicht mehr nur auf Kommentare, sondern auf unmittelbare Kollaboration, auf unmittelbare Interaktion. Das heißt, ich sage A und frage die Leute da draußen, ob A cool ist, und dann haben sie vielfältige Möglichkeiten, mich live davon abzubringen, weiterhin A zu sagen. Und das tun sie dann auch immer. Also live, die Faszination ist einfach, und das ist auch klar, genauso wie hier heute physisch, man nimmt gemeinsam in einer Zeitspanne, in einem Momentum an einer Sache teil. Und das ist automatisch immer immersiver, immer emotionaler, als es on demand zu sehen. Immer, meiner Meinung nach. Das, okay, also zwei Schlüsselpunkte, eine Plattform, die von vielen genutzt wird, ganz wichtig, und echte Interaktion, keine vorgegaukelte Interaktion. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, also zwei Schlüsselpunkte, die Faszination von live ausmachen. Schon mal von dir herzlichen Dank. Wie ist das für Satu, Faktor live? Man könnte auch sagen, okay, Fernsehen, klar, wenn ihr Fernsehen übertragt, das sind ja auch im Prinzip On-Demand-Inhalte. So. Aber warum liegt der Reiz im Live? Also wir freuen uns natürlich als Individuen, wenn wir on-demand Inhalte abrufen können, weil wir fühlen uns ja alle auch immer zunehmender einzigartig und besonders und haben unsere eigenen Rhythmen und Bedürfnisse, die wir dann gleich äußern. Aber bei all dieser Einzigartigkeit, die wir haben, haben wir auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit. Sonst würden ja Leute nicht bei der Premiere eines Kinofilms sich in die Kinoschlange stellen. Die könnten ja einfach sagen, ja, irgendwann kommt er dann im Free TV und dann schaue ich ihn dann. Ja. Es gibt sehr viele Ereignisse, die wir live mitfiebern wollen, und die Authentizität, die dadurch entsteht, dass wir wissen, dass andere auch mitfiebern, die ist einfach unersetzlich. Das ist und bleibt so. Die Frage ist dann natürlich, welche Inhalte eignen sich dann für live? Und da gibt es eine große Formaterweiterung, die schleichend seit etwa 15 Jahren geschieht. Insbesondere die Holländer mit Endemol, aber auch andere haben sich da hervorgetan, haben Formate entwickelt, die live konsumiert werden wollen, auch interaktiv sind. Also das ist sicher mal eine Kategorie von neu live hergestellten Formaten, die dazu animieren, dass man es auch live konsumiert, dann natürlich der Sport. Und dann gibt es aber auch noch das Plätschern vom TV. Und obwohl wir jetzt im Raum das vielleicht nicht machen und ein bisschen die Nase rümpfen über die, die es tun, die vielleicht im Haushalt einfach den Fernseher anhaben und auch gar nicht begreifen, wieso die sowas tun würden, die schöpfen Wert draus, sonst würden sie es nicht tun. Und da ist eine Mischung von live und von Konserve, insbesondere ist die Luz da live, also das Punktieren von ab und zu mal, also Durchbrechen von der Konserve durch bestimmte Punkte von Liveness ist sehr wichtig für unser Gefühl der Verbundenheit. Es muss nicht mal alles live sein. Ja. Aus der Brille der Inhalteproduzenten, ich meine, die klassische Fernsehproduzenten-Thema live, schon immer bekannt, die große Samstagabend-Live-Show und so weiter. Aber jetzt gerade die spannende Spielwiese mit dem Netz. Welche Möglichkeiten öffnen sich da für euch? Ja, genau, das schlägt ja auch schön die Brücke, ne? dass der Inhalt passen muss, dass es irgendwie interaktiv sein muss. Wenn du im Moment live siehst, das sieht ja oft noch aus nach Blair Witch Project, wenn da einer in die Kamera spricht und durch den Raum irrt. Ne? Du nicht in Manhattan, das sah top aus, aber bei anderen. Ja? Gleichzeitig hast du diesen Lagerfeuer-Effekt, ne, den wir eben gehört haben, so dieses klassische Wetten-das-Thema. Deshalb glaube ich, ist live an sich, live per se kein neues Thema. Ne, das ist immer das Gleiche. Ob ich Fußball schaue oder Wetten-das, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich will nur wissen,
ich bin Teil einer Community exakt in dem Moment, die das erlebt, also dieses Verknappungselement, und dann muss es halt passen. Und zur Einordnung, die UFA oder das UFA Lab. Das UFA Lab ist das digitale Studio der UFA, das heißt, wir machen eben das ganze Digitalgeschäft, wir sind per se eher im Internet zu Hause als auf dem TV-Screen. Und die UFA wiederum ist Teil von Fremantle, und da kommen die ganzen Qualitätsprodukte, die jeder von euch immer noch im TV schaut, wie Deutschland sucht den Superstar, Supertalent und so weiter. Und wenn du dann American Idol nimmst in den USA, das ist eben der perfekte Content dafür. Und die machen auch sehr viel. Also die USA sind da, wie oft bei Entertainment, tatsächlich auch ein Stück weit weiter. Die haben SMS-Voting eingeführt vor 10 Jahren, und jetzt machen die sehr viel im Live-Bereich. Idol wurde nach 15 Staffeln eingestellt, American Idol. Es gab einen riesen Aufschrei, gerade im Web. Und was ist das Ergebnis? Wenn du es in Zeitungen liest, dann sagt dann Simon Faller, wartet's mal ab, vielleicht kommen wir wieder mit was ganz Neuem. So wie wir damals SMS-Voting als die ersten eingeführt haben, oder Google-Voting gab es dann auch. Also dieses Live-Element war da immer schon drin. Das heißt nur noch live im Netz oder so. Also gar nicht mehr, Fernsehen wird gar nicht mehr gebraucht, sondern... Die Frage ist halt genau, wenn ich bestimmte Themen, also wozu brauchen die Rocket Beans Fernsehen? Die sind am Herzen ihrer Community dran. Die haben ein ganz starkes interaktives Element, was die Show trägt und ausmacht und was das Gemeinschaftsgefühl ausmacht. Cool. Ja, das ist genau so. Also Papageienvogel ist ja das perfekte Beispiel. Ja? Und das gibt es auch bei Shows. Ne? Und sowas wie DSDS ist hochemotional. Da will ich gleichzeitig mit anderen mitfiebern. Und wenn ich am nächsten Morgen in der Zeitung lese, der hat gewonnen, dann ist aus der Konserve nur noch halb so gut. Vielleicht kannst du so mal so ein paar Beispiele geben, wie man sozusagen klassische Formate Live-Ideen oder kleine Live-Tools aufwerten könnte oder beziehungsweise bereichern könnte. Ob es dann aufwertet, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Wie experimentiert ihr da oder was für Ideen habt ihr in der Schublade? Genau, also American Idol ist wirklich das Paradebeispiel, wo das Voting, bei uns ist es ja sehr stark telefongetrieben noch. In den USA haben sie schon 2014 über Google Search Engine das Voting gemacht, dass du über bestimmte Suchbegriffe deine Stimme abgegeben für American Idol. Bei Let's Dance heißt in Deutschland oder Dancing with the Stars gab es Elemente, wo die Facebook-Walls gescannt wurden von einem Anbieter, das technologisch schafft. Du vertextest das in entsprechender Weise und deine Stimme läuft rein. Und live wieder auf den TV-Screen zurück kam das Voting, das in der Facebook-Community entsteht. Da musste man noch die Brücke schlagen, aber potenziell kannst du jetzt mit einem Livestream das alles an einer Stelle abfrühstücken und nicht mehr diese Debatte, was ist jetzt First oder Second Screen. Für viele ist halt das Handy eh schon der First Screen. Ne? Ja, das Fernsehen ist schon zum Second Screen tatsächlich verkommen. Aber ich habe zum Beispiel auch mal so einen Stream ausprobiert, da war da so ein Schauspieler, der hat in der West Wing-Serie mitgespielt oder spielt jetzt aktuell in der Scandal-Serie mit, der hat einfach mal Periscope ausprobiert. Er war bei sich im Büro und sollte eigentlich gerade Skript lernen und hat da ein bisschen rumprokrastiniert und hat dann auf einmal angefangen mit seinen Zuschauern zu interagieren und das war super cool. Er ist irgendwie über meinen Nachnamen gestolpert, hat ihn versucht auszusprechen und ich dachte so, wow, der hat mir Fragen beantwortet zu meiner ehemaligen Lieblingsserie und auf einmal war er dann auch mein Lieblingsschauspieler. Er war zwar eigentlich ein bisschen blöd, aber in dem Moment, weil ich so nah an ihn dran sein konnte, hatte ich da so ein ganz anderes Erlebnis auf einmal. Der hat da Fragen zum West Wing beantwortet, zum Oval Office, ob das im Set größer oder kleiner war als das echte Oval Office und so ein Quatsch. Fand ich total super, hat mich sehr begeistert und da dachte ich so, wow, warum passiert das noch nicht viel mehr? Da gibt es doch unglaublich viele Möglichkeiten, dass man auch zu Charakteren, zu Stars oder Schauspielern ganz neue Zugänge schaffen kann. Ja, das passiert jetzt auch. Also wir haben ein Beispiel aus dem Lab heraus, wo wir mit einer der Darstellerinnen von GZSZ arbeiten, Janina Use, die eigentlich privat total gerne kocht. Ja, das wissen auch alle ihre Fans, die kocht gerne. Und das ist das Beispiel. Ne? Oder warum schiebt Facebook jetzt so viele Entwickler auf Videotechnologie? Weil die wissen, qualitativ fehlt da noch ein Stück. Im Moment ist live an sich schon so ein Alleinstellungsmerkmal, dass es Spaß macht. Aber das funktioniert noch 3 Wochen und dann müssen wir das professionalisieren. Und das machen wir jetzt eben schon zusammen. Wir sagen dann, Janina Use kriegt ihren Facebook-Kochkanal, wo wir teilweise, schäbiger Wortwitz, Dinge aus der Konserve zeigen. Das ist alles frisch gekocht. Aber teilweise auch Livestreaming machen könnten. Also die Vision ist zu sagen, du kriegst samstagmorgens dein Paket, da sind Rezepte drin, da sind Zutaten drin und heute 13 Uhr kochen wir gemeinsam am Screen. Und du weißt, egal wo auf der Welt, die Leute schneiden auch gerade Basilikum. Das ist nämlich toll. Ja? Und ich bin, da habe ich diesen echten Moment. Dann kippt ihr was am Screen um, mir kippt was um, ich kommentiere dabei, ich esse danach, kommentiere dabei. Das geht nur live. Wir haben als Pendant dazu, wir haben mal den Fehler gemacht, dass unsere Community live, wir sind in unseren Edeka gegangen, schräg gegenüber und haben
selber eine Einkaufsliste dabei gehabt, aber haben gesagt, dass die Community kann 10 Sachen mitbestimmen. Also Kreativ-Voting, kein klassisches Ranking-System im Sinne von willst du A oder B, sondern sie konnten selber Vorschläge machen. Wir haben ein kleines Voting-Tool gebaut über die Twitch-API, das ist ja alles machbar. Und da wurden halt immer die Top-Antworten in einem Zeitfenster wurde entsprechend genommen. Und dann haben wir halt für unser Gericht, was wir dann gekocht haben, hatten wir dann Wodka, Kaffeebohnen, also das war dann halt die... War jetzt nicht lecker, aber die Kollegen, die Community draußen hat halt kreativ mitgemacht. Das heißt, sie hat eben nicht nur klassisch zugeguckt, kommentiert oder Fragen gestellt und wir haben sie beantwortet, sondern wir haben Spielregeln vorgegeben, live, sind mit der Kamera live in den Einkaufsladen rein und sie haben dann in gewissen Live-Zeitfenstern einfach abgestimmt. Und das, was oben war, wurde dann halt tatsächlich von uns eingekauft. Ja. Das war schlimm. Nerds. Okay, aber was auch total interessant ist, wenn du das so beschreibst, im Prinzip diese Formate, die ihr da ausprobiert, die sind ja eigentlich keine Formate oder alles das, was wir so im Live-Video-Bereich sehen, was uns jetzt gerade so ein bisschen kitzelt und fasziniert, das bricht ja mit all dem, was man vielleicht vom klassischen Web-Video eigentlich gelernt hat, was nicht funktioniert. So nach dem Motto, es muss kurz sein, es muss mega geil produziert sein. Und so, sondern die Mechanismen sind ja da eigentlich ganz anders, die da ein Video dann erfolgreich machen, aber die Mediennutzung ist dann eine ganz andere. Das sowieso, aber es ist immer die Frage, was ist denn das klassische Bild des YouTubes, des YouTube-Videos? Also ich meine, das ist ja auch alles jetzt nicht unbedingt alt, sondern letztendlich folgen wir als Industrie und als Konsumenten und als Hersteller ja sowieso gerade den Trends, was wirtschaftlich Sinn macht, was aber auch inhaltlich Sinn macht. Was jetzt gerade natürlich der ganz große Obolus ist Influencer-Marketing, ist Engagement, all diese ganzen Geschichten. Aber es gibt keine Regel, die besagt, nur ein 4 Minuten langes Video oder nur nach 6 Sekunden, wenn da kein Kopf explodiert, dann hast du echtes Engagement. Diese Formel existiert ja nicht. Sondern in Klammern Aufmerksamkeit. Ja, aber die Aufmerksamkeit, und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, bei Live hast du halt eine andere Spielregel. Bei Live kannst du andere Sachen erzwecken. Also da gibt es halt immer diesen Überraschungseffekt. Du hast deine Spielregeln vor, du kannst ja ganz klassische Formate, da bin ich auch voll bei dir, Tobias, das ist ja jetzt nichts Besonderes, live zu gehen und live Sachen zu konsumieren. Das, was aktuell vielleicht so besonders ist, sind die Plattformen. Nämlich jeder Vollidiot, auch wir in Hamburg, wir können live streamen. Und wir sind eben kein Endemol, wir sind kein Ufer, wir sind auch keine Bild- und Tonfabrik oder kein Florida TV, sondern wir gehen halt einkaufen im Edeka, aber live. Und das ist eine Faszination und das ist das Besondere, das heißt, man ist näher dran an einem Alltagsgefüge von Leuten, die halt auch im Edeka oder im Lidl einkaufen gehen. Das ist etwas, was, glaube ich, da so eine Brisanz reinbringt. Wie ist das bei Satu, wenn es darum geht, wir wollen es jetzt weiterentwickeln, neue Ideen entwickeln? Guckt ihr euch dann auch so an, wie ticken so Plattformen wie Twitch? Wie entwickelt ihr euch da weiter? Guckt ihr auch woanders ein bisschen was ab, um zu schauen, okay, das sind Mechanismen, die wir vielleicht in Zukunft auch noch stärker bedienen möchten? Ja, wir haben das eigentlich 2009 schon begonnen. Wir haben Twitter-API integriert damals. Das heißt, die ganze Twitter-Welt mit Hashtags, die zur Show gepasst haben, haben wir verlinkt. Und umgekehrt konnte man aus Satora in Twittern mit diesem Hashtag gleich mitgeliefert. Dann haben wir die Usage betrachtet und fanden dann, dass wir für diesen Real Estate auf dem Bildschirm andere Verwendung haben, haben es rausgenommen. Und seitdem warte ich eigentlich auf einen Vorschlag vom Team, wie wir es wieder reinnehmen. Die Abmachung war, dass es nicht so lange geht. Ich glaube, manchmal lässt man halt einen Ballon steigen und dann ist die Welt noch nicht ganz reif und dann später wird es Realität. Also ich glaube, wir werden solche Sachen machen, wir werden Shows live kommentieren. Es geschieht ja, also es wurde vorher erwähnt, dass es nicht so toll ist für eine Live-Show am nächsten Tag, wenn sie dann diskutiert wird und so weiter. Ja, einerseits, aber andererseits ist es eben toll, weil das heißt, die Show war relevant. Und es gibt ja für jede Show, insbesondere eben für Live-Shows, gibt es das zuvor, das während und das danach. Im zuvor wird dann vielleicht in der Welt geschrieben, morgen spricht die Anne Wille über das und das Thema, dort und dort. Und wir denken, sie wird diese Problemstellungen aufwerfen. Und dann ist die Show da und man ist dabei und macht mit, twittert mit und so weiter, fiebert mit, hat eine Meinung dazu, diskutiert kontrovers. Am nächsten Tag steht dann wieder in der Welt und sie hat gesagt, bla bla bla, das finden wir aber nicht, weil so und so und wir haben doch mit dem gesprochen.
Also es gibt ja diese laufende Interaktion zwischen der Printwelt, jetzt neu auch der Twitter-Welt, dann der TV-Welt. Und da sind Stücke, Mosaikstücke sind live, andere sind near live, weitere sind archiviert. Und das gehört alles zum Kuchen. Um jetzt wirklich ganz präzise genau den Finger drauf zu legen, was es ist an live, das so besonders ist, habe ich selber also auch Mühe. Ich kann nur sagen, dass in den USA mit dem öffentlichen Fernsehen, das heißt dort Public Broadcasting Service, PBS, hervorragende Inhalte produziert werden. Da ist der Ken Burns mit seinen Dokumentarfilmen, das ist eine relativ balancierte, gute News-Show, da sind viele andere spannende Schulfernseheninhalte, die eigentlich alle ansprechen können. Also qualitativ eindeutig das beste Fernsehen in den USA und niemand schaut's. Und dann habe ich mich mal mit den Inhalten auseinandergesetzt. Ich bin ja auch in der Schweizerischen Medienkommission, dort ist es auch ein Thema. Ja. Und ich konnte einfach keine Live-Inhalte finden auf PBS. Und ich vermute, seit 50 Jahren senden die Konserve. Und das schlägt sich nieder. Wenn man wirklich an der Spitze mitmischen will und man macht nicht live, da macht man einfach empirisch einen Fehler, ob man es jetzt begreift oder behauptet zu begreifen. Ich begreife es auch nicht ganz. Es ist total essentiell. Wenn man es nicht macht, macht man einen Fehler. Und die YouTuber beginnen es zu machen. Die beginnen jetzt auf YouTube, einer absolut genuinen On-Demand-Plattform, ein Stell-Dich-Ein zu kreieren. Die sagen, um Donnerstag, um die und die Zeit, kommt der nächste Inhalt. Und dann tunen die Leute ein. Also wie essentiell live ist, haben wir jetzt gehört. Gleich möchte ich das gerne nochmal für Fragen öffnen. Also wer noch so einen kleinen Live-Input hier in die Diskussion geben möchte, seid herzlich willkommen dafür. Aber vielleicht würde ich mich auch mal interessieren, so, wenn wir jetzt mal schauen, so, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch in live, beziehungsweise das ist das ganze Thema, sagen wir mal, noch Mainstreaminger wird oder ob es auch Nischen gibt. Ich meine, das, was ihr macht, das ist in einem hochspezialisierten Bereich für eine hochspezialisierte, interessierte Zielgruppe wahnsinnig wertvoll. Aber wenn man das mal schaut, lässt sich das beliebig erweitern oder verbreitern oder wo gibt es da vielleicht die Grenzen? Da würde mich von euch nochmal die Einschätzung interessieren. Genau, also wir im Videospielbereich ist dieses Live-Momentum und dieses gemeinsam an einer Aktion beizuwohnen und mitzufiebern, ist ja Usus. Also das passiert ganz häufig. Inzwischen gibt es ganz viele Videospiele, die sogenannte Observer-Funktionen, also da bist du als Spectator-Funktion im Spiel integriert haben. Das heißt, du siehst nicht nur ein vorgefertigtes Signal, das kannst du anwählen, du kannst sogar selber innerhalb des Spiels rumsuchen. Also da hast du eine Interaktionsmöglichkeit, da hängt das Fernsehen oder das klassische Fernsehen, das klassische Bewegtbild meilenweit hinterher. Aber die Ansätze, die sagen wir interaktiven, vielleicht auch Game-Design-spezifischen Pläne, die man aus der Games-Industrie abstrahieren kann und auf TV-Formate draufpröpfen kann, die sind endlos. Und wir arbeiten jetzt gerade an einfach was ganz Einfachem, das läuft einfach so parallel in unserem Sendegefüge, Käsekästchen. Kennt jeder, oder? Käsekästchen einfach, oder XOXO, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Relativ einfach und wir bauen dann einfach, tippen da ein paar Sachen rein und dann wird die Community, die live dabei ist, in zwei Lager aufgefächert und dann spielen die halt einfach mal gegeneinander ein paar Spiele. Und das Team, was dann gewinnt, kriegt dann vielleicht einen Benefit oder sowas. Das heißt, diese Spielmechaniken, das ist das, was aus der Games-Industrie rüberkommt, aus dem Medium Games rüberkommt. Und da gibt es ja auch weltweit unglaublich fantastische Innovationen und auch Projekte, die halt schon entstanden sind. Also über Chatroulette gab es zum Beispiel ein fantastisches Beispiel. Da hat man sich reingeklinkt, da war ein Schauspieler dabei. Und der Schauspieler wurde eingekerkert in einem Raum und plötzlich wurde er von Zombies angefallen. Aber die Leute, die auf der Gegenüberseite von Chatroulette kennt jeder, oder? Chatroulette? Wer kennt Chatroulette nicht? Okay, gut. Das war halt sozusagen ein Schauspiel, was da stattgefunden hat, aber in echter Interaktion mit dem random zugeschalteten Gegenpart. Und der Schauspieler hat dann wirklich aus der Ego-Perspektive geschrien, was soll ich tun? Hilf mir doch. Und das ist eines dieser wenigen Projekte, die halt unglaublich leicht adaptierbar sind auf wirklich neue, innovative Formate. Und das, in diese Richtung wird es auch gehen, also da bin ich mir sehr sicher. Total. Wie ist deine Einschätzung? Welche Möglichkeiten der Mainstreamisierung gibt es, seht ihr da? Ja, absolut. Also das würde ich unterstreichen. Du hast das bei
kompetitiven Elementen hast du es immer, ne? Wo es um Mitfiebern und Resultat geht. Das ist bei Gaming nah, das ist bei Sport nah. Du siehst jetzt in der NHL-Sitze, die mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet werden. Das heißt, 360 spielt auch nochmal eine große Rolle dabei, ne? Wenn ich an Live-Übertragung denke und was Facebook da jetzt alleine schon reinpusht und YouTube. Twitter überträgt jetzt NFL-Spiele donnerstags. Also Sport wird das nochmal sehr stark treiben. Dann ist die Frage, wo ist Sport limitiert? Das ist schon recht mainstreamig, ne? Man muss hier nur im Stadion umschauen. Du hast aber auch bei anderen Elementen, ne? Chatroulette, das war ja schon fast fiktional. Das Entscheidende ist halt wirklich, das, was wir schon tausendfach gesagt haben, passt zum Inhalt, also vor allem Interaktion fühle ich mich in der Gemeinschaft, die das gemeinsam konsumiert. Aber ein Punkt, den wir nur so am Rande hatten, ist die Exklusivität, ne? Also Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn ich jetzt alles on demand habe und immer schauen kann, verliert das ein Stück weit den Reiz. Es gibt so dieses, bitte Spoiler nicht bei Game of Thrones, aber so richtig diesen Exklusivitätsmoment, dass ich bin einer der allerersten, die es jetzt miterleben, das macht halt live auch aus. Und das macht Snapchat auch aus. Wenn ich weiß, das Ding sind 24 Stunden weg, dann muss ich es mir auch jetzt anschauen. Eine gute Lösung eigentlich, ne? Game of Thrones wird es gar nicht mehr on demand geben, sondern nur live, immer nur genau. Zu einem Zeitpunkt. Ja, wer weiß, ob es sowas gibt. Also, ich meine, hallo, Daily klassisches Soaps, Fernsehen. Ja? Aber Daily Soaps kannst du ja auch mal anschauen, jetzt? Ne? Ach ja, ich sag nur Folge 2, Jon Snow. Naja, also, Fragen von euch, ist eure Chance an Rocket Beans Entertainment, The Two und auch an UFA Venture Labs, was eure Anregung, euren Live-Kommentar, wollen wir natürlich jetzt auch hier interaktiv in die Diskussion einbauen. Was ein bisschen schade ist, dass man hier keine Herzen oder Likes hochfliegen sieht, so wie bei diesen Live-Broadcastings in diesen charmanten Apps. Das hier hat das leider nicht gegeben. Früher hatte man immer diese Twitter-Walls, aber das ist ja auch schon wieder out. Ja, aber das ist ja vielleicht auch ein Aspekt, also Twitter-Walls birgen ja auch Gefahren. Ne? Also im Internet ist... Alles ist eine Gefahr. Es passiert sehr selten das im Internet, Internet ist eine Gefahr. Dass da auch mal böse Menschen sind, die auch mal Böses vorhaben und zum Beispiel Bilder auf einen Twitter-Wall schicken, die nicht angemessen sind. Also das ist vielleicht noch ein Aspekt, auch im Vorgespräch vor unserem Panel hier wurde das ja ebenfalls diskutiert. Also über die Qualität oder eben auch bewusste Nicht-Qualität von Inhalten, die halt live gezeigt werden. Live-Momentum, jeder hat Zugriff drauf, das heißt, und jeder, es gibt ja eigentlich noch keine Verification-Tools, keine echten, das heißt, jeder kann sich auch Sachen angucken, die vielleicht nicht so toll sind. Aber das ist interessant, ich glaube, an die Veranstalter einer Live-Übertragung, was du gesagt hast, erfordert das oder stellt das ja eine ganz neue Herausforderung. Wie gehe ich mit spontanen Situationen um, wenn ich mit einer bestimmten Meinung oder beziehungsweise vor allen Dingen mit irgendeiner Obszönität oder so konfrontiert werde, wie gehe ich damit um? Das heißt, das sind ja auf einmal Sachen, die man ja auch mit denen man da als Anbieter erstmal noch lernen muss, dann umzugehen, beziehungsweise dann auch die Leute drauf schulen muss, oder? Wie geht ihr damit um? Wir haben keine Twitter-Wall mehr. Ja, aber auch schon, wenn ihr Live-Kommentare entgegennehmt oder beziehungsweise mit... Ja, schon. Also wir achten drauf. Also wir müssen selber noch Herr der Lage werden, vielerlei Hinsicht. Also moderierte Chats, also der Chat muss bei uns noch stärker moderiert werden. Der Chat selber ist halt ein klassischer Chat, aber der fliegt halt durch. Da passiert so viel Interaktion. Teilweise bis zu 70.000 Einträgen pro Stunde irgendwie bei uns, bei manchen Formaten. Das ist eine Menge und da reichen unsere 5 Mods nicht aus, die dann halt zwischendurch parallel drüber gucken. Aber natürlich hast du softwareseitig immer wieder Möglichkeiten, dort gewisse Bots und entsprechend Wörter oder auch Meinungen zu abstrahieren und automatisch irgendwie zu sperren. Es gibt auch Software, die man sich zukaufen kann, gerade für Twitter-Walls, also ein kuratiertes System. Also es gibt immer Möglichkeiten, das Ganze auch live zu schützen, logischerweise. Vielleicht ganz kurz zum Schluss. Facebook, das schraubt ja derzeit extrem viel an den Live-Features. Wir haben schon gerade gehört, Twitter erwähnt, dass Facebook da auch interessiert ist, Sportrechte vielleicht mit zu übernehmen. Das ist alles ziemlich interessant, dieses Spannungsfeld, was da passiert. Wenn ihr jetzt zum Thema Facebook Live, was können wir da in einem Jahr erwarten? Was erwartet ihr? Werden wir dort vielleicht mehr Angebote, wie zum Beispiel euch auch auf Facebook immer live sehen? Was können wir realistischerweise zum Thema Facebook und Live erwarten oder was würdet ihr euch wünschen? Das würde mich jetzt nochmal zum Abschluss hier von euch interessieren, Tobias. Also ich erwarte von Facebook Live vom Start weg einen deutlich höheren Professionalisierungsgrad, als du es von anderen Livestreaming-Apps kennst, weil die es häufig aufsetzen werden auf den Likes der bestehenden Seiten. Das ist im Moment 3% Reach organisch mit einem Post, Live wird aktuell zu 100% durchgepusht. Das ändert sich langsam. Also erwarte ich da schon mal einen höheren Professionalisierungsgrad. Die API erlaubt dir aber auch mehrere Kanäle zu benutzen, mehrere Kameraeinstellungen.
Jetzt letzte Woche hat die Fußballliga, die Frauenfußballliga in den USA, das erste Mal ein Spiel übertragen auf Facebook. Das war einfach nur leise mal ausprobiert und das sah aus wie im TV. Da gab es Bauchbinden, da gab es Spielstände live im Facebook-Stream. Das heißt, ich erwarte deutlich mehr Professionalisierungsgrad und deutlich mehr Interaktionsraten, sodass eben auch welche wie Twitch oder YouNow nochmal unter Druck geraten, was Interaktion angeht. Herzlichen Dank, Bea. Ich glaube, es gibt drei so Interaktionsebenen, die ich mir wünschen würde bei Facebook Live. Die erste ist einfach mal die egoistische, ich bin jetzt live und da kann ich vielleicht bestimmtes Kamerawinkel oder so einstellen. Die zweite ist, ich bin live mit meinen Freunden, wirklich meinen Freunden. Die kann ich einladen, es gibt ein Stell dich ein, so wie ich Events kreieren kann, kann ich Live-Events kreieren oder kann sie einladen mitzuschauen. Ich kann eine Konsumentin sein, aber gleichzeitig aus dem Konsum ein Event machen. Das wäre so die zweite Ebene, die ich mir funktionell vorstellen würde. Und die dritte ist, ich bin live mit allen, die halt auf Facebook live sind. Und da gibt es sicher auch gewisse Dinge, die dann auf die Oberfläche kommen, an so allgemeinen Gefühlen und so weiter. Herzlichen Dank. Ich glaube, in allererster Linie wird Facebook Live eine ältere Zielgruppe bedienen. Facebook selber als Plattform ist ja auch relativ alt im Vergleich zu Periscope, zu YouNow sowieso. Also es gibt halt verschiedene Live-Formate. Twitch wiederum hat einen sehr starken Fokus auf dem Thema Gaming. Facebook wiederum wird sehr viele ältere Personen dazu motivieren, selber mal live zu gehen. Und dann auch mit den gleichen Features, ich unterstütze das genauso, also die müssen sein, diese Features. Aber ich glaube, wir werden sehr viel, sagen wir, ältere, anderen Inhalt durch ältere Personen, sei es Privatpersonen oder große Fußballspiele sehen, die es halt weder auf Twitch noch auf YouNow noch auf Periscope zu sehen sein wird. Und da ist immer noch die große Frage, was macht YouTube live und auch YouTube Gaming, das ist nochmal was anderes hier in Deutschland. Aber Facebook wird da auf jeden Fall ordentlich aufräumen, das glaube ich auch. Daniel Budimann, herzlichen Dank, Bea Knecht, herzlichen Dank und auch Tobias Schiebeck, herzlichen Dank, dass ihr mit uns diskutiert habt. Danke. Dankeschön. Danke. Und